Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Sniper Elite 4. Wir sind dabei, zu Sophia zu gelangen. Da ist sie, wie es aussieht. Sie müssen der Engel sein. Wir müssen reden. Der SOE-Scharfschütze. Schön, Sie hier zu sehen. Sie hat uns gerettet. Worauf warten Sie noch? Reden wir. Alles klar. So eine ist er also. Ja. Eine späte Nachricht, Signalvorteil. Ja, das habe ich. Naja, gut, okay. Alles klar, Leute. Hätten wir das geschafft? So gesehen? Gut. Boah, hätte ich das jetzt auch noch im letzten Part machen können. Scheiße, ich dachte, da kommt jetzt eine krasse Katze hin und dann noch dies und das und jenes und und. Naja. Was soll's. Was soll's. So, ja, nächste Mission. Viadukt Reglino. Wir haben jetzt hier die Wellrod ausgerüstet, Leute. Kann ich hier nicht anstatt die Stiergranatenverbände mitnehmen? Möchte ich diesen Gegenstand wirklich kaufen? Ach komm, nee, dann nicht, komm. Aber ich könnte mir eine Schrotze mitnehmen, oder? Was? Ich habe hier keine Schrotzen. Doch. Ja. Ich gönn mir eine Schrotze, ganz ehrlich. Mit einem Skin vielleicht und ein Upgrade? Nö. Ich liebe Schrotzen, Leute. Und dann würde ich sagen, starten wir das Spiel. Wenn ihr eine Idee habt für eine bessere Sniper oder so, sagt Bescheid, wenn es eine bessere gibt. Wenn es, wenn die ganz okay ist, dann... Ja, dann sagt auch Bescheid, jo, die Waffe ist okay. Die ist das, ich finde die schallgedämpfte Pistole geil. Und auch die Schrotze. Das heißt, eigentlich nur bei Sniper bräuchte ich vielleicht noch eine Rückmeldung, ob die so okay ist oder ob ich sie vielleicht doch tauschen sollte, irgendwie. Es gibt 85 Achievements, sehe ich gerade. Ich habe nämlich eben ein Achievement bekommen. Der Kampf wird am Strand ausgetragen. Ist das Achievement wirklich so oder steht das nur bei Steam da gerade? Naja, egal. Wird schon seine Richtigkeit haben. Wo sind wir denn jetzt? Alles klar. Kann ich mit ihm auch reden? Lucio reden. Hey. Der Scharfschütze. Mein Name ist Lucio. Ja, Lucio, aus der alten Burgruine. Der Engel hat euch rechtzeitig gerettet. Ja, er. Das hat sie. Sie ist ein barmherziger Engel, hm? Naja, eher ein Racheengel, wenn ich mir die Anzahl der getöteten Faschisten so ansehe. Mag sein, aber sie tötet nur böse Männer, hm? Und was ist mit ihnen? Töten sie auch nur die Bösen? Aber ja doch. Alles klar. Sie haben mich schnell an der Burg gefunden. War das ein Test? Ups, ob ich schon mein Kaffeebecher Sache verpflichtet bin. Unsere Leute sollten hingerichtet werden. In der Vergangenheit war nicht Kaffee immer Verlass auf die Alliierten. Ist es das, was Sie wollen? Sie testen. Probieren Sie es. Na gut. Ein Eisenbahngeschütz steht am Viadukt. Es hat viele unserer Leute getötet. Und wenn die Alliierten kommen, wird es auch viele ihrer Leute töten. Warum haben Sie es nicht selbst außer Gefecht gesetzt? Betrachten Sie es als Herausforderung. Alles klar. Gönn dir. Schrotze regelt. So, okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Was liegt hier so? Die K. Was ist da oben für eine Waffe? Ich sehe die. Knapp. Hallo? Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Amerikanischer Aufklärer über Reggilino abgestürzt. Konstruktion streng geheim. Unbedingt Piloten samt Luftaufnahmen finden. Außerdem Flugzeugwrack zerstören. Ende. Hab verstanden. Ende. Okay. Wo sind wir denn? Sind wir hier? Ach Gottchen. Hat er noch was zu sagen?
Hey, wer bist du? Karl. Sie haben ein Englein gehört. So ist es. Passen Sie auf. Karl! Ich habe einen Informanten namens Dorfmann. Weit oben in der Nazi-Hierarchie. Kann man ihm trauen? Nun, bisher war er stets eine verlässliche Quelle. Angeblich gibt es ein größeres Munitionsdepot in der Nähe des Viadukts. Und Sie wollen, dass ich es zerstöre? Da fragen Sie noch. Okay. Hätte ich ihn nicht hingequatscht, hätte ich eine neue Quest nicht bekommen. Okay. Ich werde sie wahrscheinlich eh nicht alle hinkriegen, aber okay, ich versuch's. Ich werde mir Mühe geben. Das muss ich zerstören, oder wie? Alles klar. Das ist schon mal gut zu wissen. Kann ich darauf snipen? Ich werde erst mal wissen, ob meine Waffe wirklich schallgedämpft ist. Ich böller gleich einfach mal. Ich muss irgendwie an dieses Eisenbahngeschütz rankommen. Sieht so aus, ne? Los, wie? Nice. Ja, wie ist eine gute Frage? Ach, das ist da ganz hinten. Ach du Kacke. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal den Piloten, ne? Warte, wir gehen erstmal nach hier links. Und sichern den Kontrollpunkt. Ich glaube, das machen wir, Leute. Gehen wir erstmal den Kontrollpunkt sichern. Wir haben so viele Quests, Alter. Das wird eine lange Mission hier, Leute. So, ich sehe auf der Karte keine Gegner, also wird das hier safe sein, hier lang zu rennen. Das ist laut genug, um meine Schüsse zu tarnen. Okay, hier ist ja nichts mehr. Nicht mehr was. Aber ich habe eh eine schallgedämpfte Waffe, also von daher ist das alles fit. So, einer ist hier in dem Haus. Soll mal rauskommen. Komm mal raus. Komm mal raus. Oh, ich kann ihn töten. Er soll rauskommen. Kann ich ihn im Nahkampf töten? Scheiße, wo bringe ich die Leiche denn hin? Einfach mal hier hinwerfen. Da liegt er gut. Da liegt er richtig gut, finde ich. Kommt der? Was mit ihm? Ich sehe ihn nicht mehr. Ich gehe mal eben hoch. Wo könnte ich von hier alle wegsnacken? Ah, der ist hier. Ah. Scheiße! Das ist für mein okay, das waren alle. Nee, da sind noch zwei. Da kommt einer. Oh Gott. Nummer 1. Mach dich alle.
Nummer 2. Kommt da gleich noch einer lang? Ne, der läuft unten lang, wie es aussieht. Doch nicht. Oh Gott! Mein Aim ist on point heute, Leute. Wo ist der hin? Er ist doch aus der Sichtweite geflogen. So klingen die, ey. So klingen die. Ich muss die ja eh alle killen, wenn ich den Kontrollpunkt einnehmen will, oder? Okay, erstmal kurz heilen. Durchs Auge? Schade. Oh, doch, durchs Auge. Oh, ah, das muss wehgetan haben. So, und den letzten will ich Geronimo-Style mit der Schrotze killen. Oder so. Da kommt ja noch einer. Das wird es den Nazis ein wenig schwerer machen. Alles klar, Leute. Das hätten wir. Kontrollpunkt sichern, Kontrollpunkt sichern, Wagen zerstören, Sprengladung, Sprengladung, Pilot finden. Dann holen wir uns noch den nächsten Kontrollpunkt, würde ich sagen. Aber diesmal ein bisschen sneakier. Aber wie ich das gerade gemacht habe, war halt komplett booted. Es war halt... Ich will das schon sneaky machen, ne? Mit Schalldämpferwaffe und so. Und dann verkacke ich halt einfach diesen Schuss auf ihn. Auf den einen Boy da, ne? Ich meine, im Nachhinein hätte ich ihn auch im Nahkampf snacken können. Oh, da unten sind zwei. Aber wo? Ach du, da ist einer. So muss das, Leute. So muss das gehen. Levelaufstieg, das ist nett. So, dann würde ich sagen, jetzt erstmal die rechts. Diese zwei. Einer kommt doch gerade schon relativ auf mich zu und der eine sieht mich da gleich. Ist nicht gut. Bleib mal stehen, genau. Darf jetzt nur den Schuss verkacken. Ich bin zu weit weg. Shit. Okay, sie haben mich nicht ganz entdeckt. Der da hinten vielleicht ein bisschen. Alles fit. Alles fit. Brauche mehr Kugeln. Wieso? Alter, treffe ich den so scheiße oder was ist das?
komm. Habe ich Pistolenmuni? Nein, ich habe keine Pistolenmuni bekommen. So. Der Kontrollpunkt muss verschwinden. Okay, da ist einer. Okay. Ach, von da. Kommst du von links oder kommst du von rechts raus? Oh, das wäre... Oh, schade. Wäre das ein Double-Kill gewesen, ey. Das wäre so sneak. Sneaky? Nein. Schnieke. Schnieke, wollte ich sagen. Das war das Wort. Ach, da! Hey! Alter, wo kommst du denn her? Alles klar. Gibt's da nicht irgendwo ein Fass oder so, was ich explodieren lassen kann? Ich sehe ihn nicht. Okay, einmal kurz heilen. Alter, werfen die Granaten? Oh lol, ein Panzer? Ein Pantherturm. Wie unangenehm. Kriege ich den so irgendwie gemacht? Scheint nicht so, oder? Muss den Typen aus dem Panzerturm rausböllern, oder wie? Das war knapp. Hab ich noch ver... Okay, ich hab noch einen Koffer, alles klar. Heilige Mama Maria. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Okay, wie kriege ich den kaputt? Einfach einen Stein raufwerfen. Okay, Moment, vielleicht gibt es hier irgendwo eine Steuerung oder so für den.
Also kein Plan. Aber ich sind die ganzen Leute gekillt. Für ein bisschen Muni und so. Hier ist noch einer. Kann ich nicht rein? Kann ich überall nicht rein? Kein Plan, wie ich den Panzerschrott kriegen soll. Hier war noch einer. Muni. Ja, sucht der Panzer mich denn, oder? Panzerturm, ja. Wie mache ich die weg? Ich warte mal, bis wieder alles clean ist. Nee. Ja, ich würde sagen, wir belassen das dabei, Leute. Da einen Wagen zerstören. Es ist in die Richtung da oben. Oh, lol. Kommt her! Leute! Leute, for real? Dieser Panzerwagen war als nichts Gutes. Ich sollte mich darum kümmern. Und einen Kontrollpunkt sichern. Alles klar, Leute, das machen wir alles im nächsten Part, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.